Spielen wir das noch fertig? Ja! Pfeifen auf die 10 Minuten, wir spielen das durch. Auf den Weltuntergang. Ja. Wir holen uns unsere Medaille da jetzt. Glaubst du, da gibt's 100 Level? Wahrscheinlich. Jetzt kommen wir wahrscheinlich aufs Dach irgendwann und dann kämpfen wir gegen die Queen. Die Noob-Tuben wir dann und dann haben wir gewonnen. Wie haben sie gelebt? Die Maya. Ja, haben sich's gut gehen lassen. Ja, stimmt. Hast du eh recht, ja. Ganz sicher haben sie sich die gut gehen lassen. Ja, sicher, wie sonst? Ja, schlecht gehen lassen. Sicher nicht. Ich bin weg vom Fenster. Tschüss. Spaß, Spaß, da bin ich. Da bin ich. Oh, ho, ho. Und da bin ich wieder. Weiter geht's mit Let's Play Heroes Duty. Was? Haben wir hier den Schnitt gemacht oder was? Okay. Ja, die 10 Minuten sind vorbei. Da hab ich gedacht, ich fange mal wieder so an. Okay, sehr, sehr rational von dir. Bin ich gar nicht gewohnt. Also, bravo. Da direkt einen Applaus jetzt auch so. Und liebe Zuschauer, ihr könnt auch applaudieren. Schreibt in die Kommentare, dass Onschau, obwohl er ziemlich dumm ist, auch manchmal sehr nett sein kann. Ja. Nett. Wie wenn sich das ausschließt, dumm und nett. Okay, Entschuldigung. Ja, wir sind nicht, wir hassen uns nicht, wir mögen uns schon. Also jetzt aber nicht so. Was also, bringt es ständig auf die Waffen zu schießen? Ich verstehe das noch immer nicht. Man sollte jetzt ist alles unter Wasser da. Da steht alles unter Wasser. Das ist, ah, ja, das ist im ja Gesicht, das ist auf die Käfer, das ist einfach grauslich. Ja, red weiter. Wir waren im letzten Part über Werbungen geredet. Im letzten Part, so ja, im letzten Part, genau. Und jetzt kommt's! Nein. Ich habe gedacht, das ist schon irgendwie so oben draußen, aber nein. Und was wollte ich sagen? Ah ja, die allerbesten Werbungen meiner Meinung nach. Ratchet & Clank Werbung. Ja, die war auch cool. Ja, aber schaut euch mal so auf YouTube ein paar Ratchet & Clank Werbungen von verschiedensten Teilen aus Amerika, aus Japan, die sind immer gut. Hä? Hey, Rooftop, jetzt sind wir oben, Achtung, jetzt kommt's. Die Calgon Werbung ist Best Werbung. Waschmaschinen leben länger mit Calgon. Ich werde nicht mehr geschlagen. Ja, jetzt kommt's. Ja, was? Das ist Rooftop? Das sieht nicht aus wie Rooftop. Ja, das oh! Oh, da ist die Queen, da ist die Queen. Deppert, komm, schau zur Queen, komm! Nein, nein, der traut sich nicht. Das ist so wie Slenderman, die Queen. Also wenn du die anschaust, dann bist du geliefert. Oh, losgefeuert. Wo Captain Niveau und wie heißt der andere nochmal? Ja, der Kermit. Das sind überall Dinge. Wenn du verstehst, was ich unter Dinge verstehe. Munition oder wir. Was? Du kannst auch Steine aus, was du machst. Ich noob-tube die Queen, lass mich! Das geht so nicht. Lass sicher! Du hast den Schwachpunkt, der ist am Bauch, du. Ich, ja. Das ist ein Hirschkäfer, oder? Das ist ein Cyborg. Achso. Boah, ihre Fühler sind ja riesig. Ich kann nicht widerstehen. Ah! Mist! Schau, das war so klar, dass die andere Sumo näht. Ja, sicher. Es ist die Queen. Ja sicher, das ist die Queen. Du brauchst jetzt jahrelang, um die zu besiegen. Das schaffst du dieses Jahr nicht mehr. Ha, das glaubst du. Ja, glaub ich. Aber die ist dort, die... Komm! Jetzt geht's in Maya, also... Der Maya-Kalender ist abgelaufen, jetzt geht's auch der Queen an den Kragen. Für die Maya. Wie die Maya den Kalender gemacht haben, da ist halt das Excel dann abgestürzt. Dann wollten sie nicht mehr. Ja, hast du gewusst, dass die Biene Maya eigentlich eine Anime ist? Ja, ich wusste. Und Heidi auch. Jetzt komm. Und auch Jedokus Quagada oder was machst du? Gibt's Dreck ist das. Stoßt mich da ist da es Tast, Munition und kein einziges Lebenspaket. Ja, das ist schwer, aber das ist geht. Das mach ich jetzt. Hast du jetzt hier noch so viel Munition wie vorher? Ja, das hoffe ich mal. Ja, sicher. Da hab ich die Munition. Kann ich weiter noob-tuben? Was ist das? Sind das auch Käfer oder was ja, ist das? Ja, sicher sind das Käfer. Psst. Die kommen alle runter. Alles im Leben hat Konsequenzen. Du musst dir nur aussuchen, ob es wert war oder nicht. Es war total wert. Okay. Okay. Und wenn wir jetzt schon mal bei Animes sind... Vielleicht ist das ja besser eigentlich, oder so? Mein absolutes Lieblingsklischee in solchen Anime-Serien ist ja immer, wenn irgend so eine Szene, so ein Schlag ins Gesicht von irgendjemanden in die Visage, jemand anderes,
das ist immer interessant, wenn da immer so ein Standbild kommt und dann scrollt der Screen so rüber, so und nochmal und dann das dritte Mal, aber dann beim dritten Mal immer langsamer. Ich freue mich so sehr, wenn das immer passiert. Das ist so richtig tolles Klischee. Welche Anime schaust du bitte? Ich weiß auch nicht. Ich kann jetzt auch gar kein Beispiel nennen, aber das passiert manchmal wirklich. Was ist das da mit den Fliegen? Die schwirren da herum. Vielleicht musst du auch Quickscopen. Ich hab von Anfang gesagt, der Quickscope, der ist für Bossgegner. Schau. Ja, ich Quickscope dann, wenn ich wieder weit weg bin. So da Quickscopen, was ist das? Ich weiß auch nicht. Das ist. Jetzt kommt nicht auf die Seite, wo der nicht. Da in den Mund muss ich schießen. Nix in den Mund, auf die Brust. Kommt da auf die Seite. Okay, nein! Schau, du kennst die Steine ja. Aus, was du tun musst. Der Nochmal, ist auch sinnlos. Diesmal, Little Mac, will ich sehen, wie du es schaffst. Ich schaff das. Jetzt nehme ich den Quickscoper, da wirst du so Augen machen. Ja, der ist so stark, der tut den einen Schuss weg scopen. Ja, du wirst. Wie du immer so schaust, wow. Ja, ho, ho, ho. So, urviele. Schau, was sage ich? So geht das. Die verliert da 80 Leben auf einmal. Wo ist der Lebensball? Ja, den siehst du, wenn du zwischen die Pixel lesen kannst. So. Ich schieße einfach. Du musst dich warten treffen, da, am Bauch. Schau, dann hat sie immer Bauchweh und dann, das tut weh. Als Kind habe ich oft Bauchweh gehabt. Ja, weil du so viel genascht hast, nicht? Ja. Teufel. Warum ist Gene auch ansteckend? Ich weiß nicht, vielleicht hat das auch mit den Myers zu tun, wer weiß. Hm. Ja, mich steckst du nicht an. Wo ist dein Lebenspaket? Das ist echt. Da gibt's keinen in dem Kampf, das ist echt überlustig. Schau, wie die liegt am Boden. Jetzt. Sie hat sich ständig da am Boden gelegt. Wo ist überhaupt der Kermit? Ich hab den noch nie gesehen. Steht immer wirklich direkt hinter dir. Ja, der steht so neben mir und schießt da von seiner Ecke aus immer. So. Schau, weißt du, wie das geht? Ja, wie geht das? Mit dem Noob-Tuber wird cheaten. Auf einmal mit dem Noob-Tuber. Die ganze Zeit, nein, nimm den Quickscope und den Schnellschießer. Aber nein, jetzt der Noob-Tuber. Die Anfangswaffe ist eigentlich total sinnlos, oder? Ich mein, have you lost your mind, Kakarot? Sehr leise. Okay. Ich bin jetzt leise. Selber Pech, also Unterhaltung gibt es jetzt keine mehr. Ja, es wird jetzt ernst. Ja. Das sieht ganz anders aus als im Spiel. Im Spiel war man da wo drinnen, ganz oben. Oder beziehungsweise Ralf war wo drinnen. Ja, das ist vielleicht auch die 2011-Version. So. Autsch. So. Ja, so geht's wirklich besser. Na, was sage ich? Was hab ich gesagt? Ja. Ich hab keine Ahnung, was du gesagt hast. Ja, ich will's hören. Das sagt ja, das sagt der Noob-Tuber. Ja, danke. Schön. Jetzt muss ich den nehmen, Achtung. Muss ich mal ein bisschen die Munition da wieder mir herbeiholen. Aber wenn die kannst du nicht alle fertig machen. Du musst mit Noob-Tuber die weg. Noob-Tuber. Ja, da kommt wieder der braucht so lange, bis er Waffe wechselt, wenn ich dann die falsche Waffe. Ach so, ich hab gedacht, das geht ganz dann schnell, bin ich ja. Meier. Das ist ja wirklich schwer. Ja, das ist kein. Du musst dich am meisten aufs Abwehren konzentrieren. Ja, außer du willst einen Speedrun machen. Aber bist ja kein Tasser. Ich muss schauen auf die Kleine, die da am Boden herumkratzt. Ja, wie soll ich am Boden schauen, wenn der Ego-Shooter nicht am Boden schaut? Ja, mich fragst das. Wirklich sehr rational von dir. Irgendwo ein Lebenspaket wäre auch nett. Na, gibt's nicht, damit musst du dich abfinden, so wie Gold Roger. Ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Sucht ihn. Sucht ihn, ich habe ihn irgendwo versteckt. Ich weiß gar nicht, die zweite Runde, aber jetzt rennt der Quicks, der, wie heißt der? Ich höre, der Kermit ist schon tot. Das ja, der Kermit ist auch schlecht. Aber der andere hilft dir, der Captain Niveau. Der tut auch auf die Schüsse schießt, um sie abzuhören. Der Captain Niveau, der macht nichts. Genauso wie ich. Der Kermit, nein! Er gibt ihm noch den Rest. Die Sau.